Herzlich willkommen bei den Edonauten gemeinsam mit den OER-Camps zu einem, genauer gesagt zum zweiten Webinar in der Reihe, in denen die OER-Camp-Coaches den Edonauten, der Edonauten-Community Unterstützung anbieten für die Produktion von offenen Ergebnissen für die große FAQ zum zeitgemäßen Online-Lernen. Ich heiße Joran Moos-Mehrholz, werde uns jetzt durch die nächsten 30, vielleicht 40 Minuten führen und gleich die Hauptperson vorstellen. Das ist Kai, hier schon zu sehen. Kurz davor zum Ablauf. Menschen, die das jetzt live sehen, können nicht nur zuhören und zusehen, sondern auch Fragen und Rückmeldungen einbringen. Das ist relativ einfach. Es gibt so einen kleinen Chat in diesem Programm, da kann man reinschreiben. Und da dieser Chat im Moment nicht wenig mit Trollen und verschiedensten beleidigenden Kommentaren zu tun hat, kann man es heute nur so stellen, dass es direkt bei uns ankommt. Das heißt, die Beleidigungen kommen dann immerhin nur bei uns an und nicht für alle untereinander. Wir nehmen alle ernsthaften Fragen daraus auf meinen Notizzettel und wenn Kai seinen Input fertig hat, dann stelle ich die. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr gerne die Fragen und Ergänzungen schon während des Inputs von Kai stellen. Ich sammle und ich trage sie dann nachher Kai vor. Soweit zum Format. Kai sitzt schon in Bereitschaft, hat Folien mitgebracht, wird auch Programme ganz praktisch auf seinem Rechner zeigen etc. Er hat drei Schwerpunkte vorbereitet. Es wird darum gehen, wie man Screencasts aufzeichnet, also seinen eigenen Bildschirm, wie man Audio aufzeichnet und wie man das Ganze dann auch noch bearbeitet. Er hat sich vorgenommen, das insgesamt in etwa 20 Minuten zu schaffen, also 3x5 bis 10 Minuten, mal sehen. Und danach machen wir dann gesammelte Fragen und Antworten. Wie gesagt, einfach in den Chat schreiben, dann kommt das bei uns an. Auch wenn ihr es dann nicht seht, dass andere Leute was schreiben. Ich werde nachher alles vorlesen, was nicht beleidigend und jugendfrei ist. Ganz am Ende machen wir noch einen kurzen Ausblick auf das, was bei den Webinaren noch alles ansteht. Und wer die OER-Camps nicht kennt, für diejenigen machen wir am Ende auch noch eine kurze Erklärung über die OER-Camps. Jetzt zur Hauptsache, das ist Kai. Kai mit dem Input, den er heute vorbereitet hat. Kai macht sowas häufiger, weil er nicht nur ein ausgebildeter Lehrer ist, sondern auch ein, wie sagt man, ein informell ausgebildeter Nerd. Formal ausgebildet als Lehrer. In verschiedenen Bereichen lehrend aktiv, in Real Life und im Netz. Den OER-Camps verbunden seit sehr lange, also länger, als wir jetzt wahrscheinlich eine konkrete Jahreszahl sofort finden würden. Und zu den verschiedensten Funktionen. Also Kai hat man, glaube ich, schon bei allem gesehen, was bei OER-Camps so ansteht. Und unter anderem auch in Fragen von Offenheit und offener Software in der Produktion von digitalen Medien für alle Zwecke und Zusammenhänge etc. Und genau das ist ja auch, was er heute machen wird. Insofern für die nächsten ungefähr 20 Minuten, Kai, gehört die virtuelle Bühne dir. Los geht's. Ja, moin erstmal. Genau, also ich beschäftige mich vor allem auch damit, wie man Online-Kurse mit ordentlichem Material füttert. Dafür habe ich eben auch Screencasts aufgenommen und auch schon mit Audioaufzeichnungen gearbeitet und dabei vor allem mich auf kostenfreie und Open-Source-Tools konzentriert. Und das ist eigentlich auch mein Vortragsthema heute, weil ich genau mir denke, dass sozusagen die kostengünstigsten Ideen erstmal sozusagen die relevanten sind. Das heißt, im Prinzip gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. So, genau darum geht es heute. Wir wollen uns mal angucken, wie wir Screencasts und Audioaufzeichnungen machen können, wie wir das Ganze bearbeiten können und das im schönsten Fall mit Open-Source-Tools. Ich habe vor allem mich dabei auf 3 Stück quasi begrenzt, aber habe auch ein paar andere mal recherchiert und geguckt, was es noch so auf der ganzen Welt da gibt. Die Welt ist groß. Wir gucken uns das Ganze mal an. Thema Nummer 1 wäre dementsprechend erstmal Screencasts aufzeichnen. Das heißt, wir wollen unseren Bildschirm aufnehmen, dabei was präsentieren und im schönsten Fall noch eine Audiospur darunter legen und das Ganze irgendwie kommentieren. Das heißt, das ganze klassische Vorlesungsformat digital. Dafür habe ich vor allem OBS Studio genutzt. Das Ding ist ein Open Source Tool unter der GNU-Lizenz. Es wird für alle gängigen Betriebssysteme bereitgestellt, das heißt Windows, Mac und auch Linux. Und es ist relativ leicht zu bedienen. Das kommt quasi aus der Gaming-Szene. Das heißt, man kann das Ganze auch direkt auf YouTube streamen, was man da aufzeichnet, aber eben auch aufzeichnen und entsprechend dann speichern und veröffentlichen hinterher. So sieht das Ganze aus. Und natürlich wollen wir das Ganze uns mal angucken. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir ein Aufzeichnungsfenster, wie wir es so schön hier sehen.
Und das Gute daran ist, wir können hier unter anderem verschiedene Szenen aufnehmen und speichern, aber halt auch verschiedene Quellen auswählen. Ein wichtigster Hinweis erstmal, man kann auch das Desktop-Audio ausschalten. Das heißt, wenn man so im Hintergrund irgendwelche Notifications bekommt oder irgendwelche Aufzeichnungsquellen hat, kann man die abschalten. Und man kann hier an der Bildschirmaufnahme entsprechend auswählen, welchen Bildschirm man auswählt. Das heißt, hier entsprechend wieder ein Auswahldialog. Und auch wenn man verschiedene Mikrofone besitzt, ich habe jetzt zum Beispiel mehrere angeschlossen, kann man auch das richtige Mikrofon dazu auswählen. Das heißt, im Prinzip kann man auch hier ein bisschen durchtesten und verschiedene Kanäle einfügen. Was man auch zusätzlich kann, ist neue Quellen hinzufügen. Da sind auch Bilder möglich. Das heißt, man könnte auch eine Art Bildbeschreibung machen und dann nur anhand eines Bildes einen Text aufnehmen oder eine ganze Diashow gestalten und entsprechend sozusagen die Bilder einzeln durcharbeiten. Genauso möglich ist es eben direkt eine Spielaufnahme zu machen oder eine Medienquelle zu nutzen etc. Das heißt, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten an verschiedenen Quellen, die wir nehmen können. Das Ganze geht dann wirklich ganz einfach. Wir haben hier eine Aufnahme, die wir starten können. Es wird ein kurzer Countdown eingezeichnet. Gerade nicht, weil wir nur ein Fenster haben. Und im Prinzip, wenn wir die Aufnahme stoppen, wird das Ganze in dem vordefinierten Ordner einfach abgespeichert als Videodatei. So. Das heißt, wir hätten jetzt sozusagen einen Schnipsel von einer Aufnahme schon mal erzeugt, könnten diese Schnipsel jetzt eben sammeln und hinterher eben, wie wir dann später zukommen, durch ein Programm zusammenschneiden und entsprechend mit Übergängen ausstatten. So einfach ist es. Das große Problem ist ja immer, wie lange brauche ich dafür? Und da möchte ich gerne auf das Pareto-Prinzip zu sprechen kommen, nämlich das 80-20-Gesetz. Das heißt, 80% der Leistung schafft man in 20% der Zeit. Das heißt, wenn ihr versucht, ein perfektes Ergebnis zu erzielen, werdet ihr eine Menge Arbeit reinstecken müssen. Deswegen gilt wirklich, done is better than perfect. Das heißt, versucht, das ganze Projekt möglichst schnell runterzureißen. Und vielleicht reicht die Erstaufnahme schon aus, auch wenn erfahrungsgemäß es viele Erstaufnahmen gibt. Aber im Prinzip ist das wirklich eine grundlegende Regel. Ihr müsst nicht perfekt sein. Es reicht eigentlich mit ein paar Fehlern vollkommen aus und ihr erspart euch damit eine Menge Zeit. Und ein super wichtiges Feature bei dem Ganzen ist, Audio ist wichtiger als Video. Ihr habt einfach das Problem, dass euer Hörkanal sehr viele Störgeräusche wahrnimmt und quasi als Gefahrenquelle kennzeichnet. Das Auge verzeiht das eher als das Ohr. Das heißt, versucht bitte mit einem ordentlichen Mikrofon zu arbeiten. Wenn ihr keins habt, schwierig. Wenn ihr jetzt sozusagen euch informiert, es gibt natürlich viele preishohe Geschichten. Ich habe jetzt ein Sennheiser-Headset auf für 20 Euro. Das langt schon komplett aus. Also es muss jetzt nicht das teuerste vom teuersten sein, sondern eben wirklich ein gutes Aufnahmegerät. Wow. Ich habe mich dann ein bisschen noch mal geguckt, was so andere Open-Source-Tools machen. Es gibt halt auch den VLC Media Player, der durchaus auch in der Lage ist, aufzuzeichnen und das Ganze zu speichern. Dann gibt es CamStudio noch. Das hat aber das Problem, dass wenn man es installiert, ein bisschen Adware mit dazukommt. Das heißt, ein paar Zusatzprogramme, die man nicht haben möchte. Captura gibt es noch. Und wenn man sich ein bisschen umguckt, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die man da so hat. Das heißt, da ist euch die Welt eigentlich offen. Natürlich gibt es auch kommerzielle Software, die dann meistens auch mehr Features bietet. Das heißt, man kann zum Beispiel den Mauscursor highlighten, das heißt sozusagen den Hintergrund ein bisschen dunkler machen und nur da, wo der Mauscursor hinzeigt, das Ganze aufleuchten lassen oder entsprchend Bildbereiche markieren und hervorheben. Genauso gibt es die Möglichkeit, dass man gleich die Spuren, die man so aufnimmt, anzeigen kann. Also OBS nimmt auch eine Tonspur getrennt von der Videospur auf, die kann man dann so wieder austauschen, aber das wird nicht direkt mit angezeigt. Und man hat sehr, sehr oft Möglichkeiten, die ganzen Spuren direkt zu bearbeiten, leiser zu stellen, lauter zu stellen. Und das Ganze wird eben meistens als Projekt gespeichert und kann erst exportiert werden am Ende. Das macht OBS halt meistens direkt sofort als Datei. Und das heißt, ihr habt das Problem, dass ihr die nachbereiten müsst am Ende. Genau. Und das wäre sozusagen der erste Themenblock von mir gewesen. Allgemein freundliches Nicken. Willst du schon eine Frage haben? Sehr gerne, wenn schon welche da sind. Es geht um das Mikrofon. Ist USB besser als Klinke? Mittlerweile, also für die normalen Aufnahmen reicht USB eigentlich komplett aus. Die meisten, also wir haben jetzt auch ein Kondensatormikrofon beispielsweise hier, das auch USB-Anschluss hat. Klinke wird zwar bei den Profis bevorzugt, aber ganz ehrlich, mir reicht der USB-Anschluss komplett aus.
Ina Kaul schreibt, mich würde ein Einblick in ein Ergebnis interessieren. Hast du das zufällig noch? Ja, Moment, da muss ich mal kurz kramen. Aber wir haben zum Beispiel für einen Integrationskurs haben wir ein Video aufgenommen. Das könnte ich mal kurz zeigen. Das wiederum allerdings dann hinterher noch bearbeitet wurde mit der kommerziellen Software, um ein paar Highlights reinzubringen. Aber so prinzipiell die Aufnahme geschah halt bei mir zu Hause. Das wäre so ein Video gewesen. Das heißt, die Animationen wurden sozusagen drüber gesetzt. Ich habe dann meinen Bildschirm im Hintergrund aufgenommen. Die Tonspur habe ich selber aufgenommen und im Nachhinein hat dann sozusagen eine Muttersprache dann nochmal aufgenommen. Ich glaube, wir hören das Bild das Ganze jetzt nicht, aber sozusagen, das ist die Grundlage dahinter. Wir haben also wirklich einen Screencast gemacht, haben Windows dafür vorher noch Englisch umgestellt. Das war noch ein Krampf dazu, weil ich eine Weile lang mit meinem englischen Windows arbeiten musste. Und dann quasi sozusagen Objekte erklärt anhand des ganzen Videos. Ja, und das ging eigentlich relativ zügig. Ich sag mal so, die erste Hürde ist meistens so, die ersten Videos aufzunehmen, weil man dann erstmal reinkommen muss. Sobald die ersten dann da sind, geht der Rest relativ zügig. Ina Kaul schreibt, danke. Weitere Fragen können gerne über den Chat gestellt werden. Auch zu dem, was jetzt war, können wir nachher noch bearbeiten. Derweil hören wir mal Teil 2 vom Input. Genau, wunderbar. Also Bereich 2 wäre jetzt Audioaufnahme. Das heißt, meistens reicht der komplett aus, einen Audiokanal zu nehmen. Klar können wir jetzt irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten verschicken oder sonst was, aber eigentlich möchten wir das Ganze ein bisschen schöner machen und irgendwo bereitstellen. Hier habe ich mich vor allem mit Audacity beschäftigt. Auch das ist eine Open-Source-Software, auch unter einer GNU-Lizenz. Sie unterstützt auch alle gängigen Betriebssysteme, also Mac, Windows, Linux. Die Aufnahme ist in der Regel einfach, man kann sich aber extrem reinnörden. Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Rauschunterdrückung zu verwenden etc. Das heißt, auch da gilt so ein bisschen, ihr könnt dort eine Menge Zeit verschwenden oder entsprechend einfach aufnehmen und raus damit. Genau, auch das habe ich quasi einmal als Live-Programm. Und hier haben wir auch dann die Möglichkeit, die Mikrofone oben auszuwählen. Ich nehme jetzt auch meinen Sennheiser. Und im Prinzip kann ich jetzt direkt die Sprache aufnehmen und habe sofort ein Audio-File. Und das sieht man auch schon sehr schön hier. Man hat so ein bisschen das dabei. Achtung, hier ist das laut. Laut! Genau, und da hat man sozusagen die Kennlinie dazu. Und wir stoppen das Ganze. Und was man hier so wirklich als Option hat, also man könnte diese Spur jetzt direkt veröffentlichen und los geht's. Oder man sagt, naja, den lauten Bereich hätte ich gerne eigentlich entweder direkt leiser. Dann könnte ich auch sagen, hier über einen Effekt entsprechend die Lautstärke verändern. Das heißt, verstärken entsprechend den Negativbereich zum Beispiel rein. Das heißt, ich gehe mal auf 6 Dezibel runter. Hoch, logischerweise, ja, verstärken. Oder ich sage, na, eigentlich war der mir viel zu laut und das war ein Nebengeräusch. Das heißt, ich kann den ganzen Bereich einfach als Stille abspeichern. Dann ist er quasi komplett weg. Auch hier könnte ich jetzt sozusagen einen ganzen Bereich, der mir zu leise gewesen ist, einfach entsprechend ausschneiden. So kann ich die ganzen Audiospuren zurechtschneiden. Ich kann sie aneinander anfügen und habe hinterher eine Aufnahme, die sozusagen genau das hat, was ich haben möchte. Ich kann die Öms rausschneiden, wenn es mich stört. Ist die Frage, wie viel Zeit man da verschwenden möchte. Das dauert sonst nämlich ein ganzes Stück. Auch hier habe ich Möglichkeiten, sozusagen, um noch mehr zu machen. Ich könnte Rausch vermindern, ich könnte versuchen, das Tempo zu verändern. Ganz ehrlich, habe ich meistens nicht versucht. Schneiden und leiser und lauter machen reicht mir schon. Wir haben mal eine Tonspur aufgenommen, das war ein Hörspiel. Da haben wir ganz viele verschiedene Aufnahmequellen gehabt. Das heißt, wir haben mit mehreren Leuten das Hörspiel nur eingesprochen. Wir hatten also ganz viele verschiedene Audioformate und Lautstärken zusammen und das sollte ja hinterher sozusagen eine Gesamtaufnahme sein, sodass ich dann aber nur gucken musste, dass alle ungefähr gleich laut sind. Das sieht man hier sehr schön in dem Bereich, sozusagen haben wir ungefähr alle gleich hoch, das heißt auch gleich laut. Und jetzt könnte man eben, wenn die nächste Tonspur hinten dran kommt, gucken, wie laut die ist und dann hinterher alles gleichziehen oder man kann sozusagen einen Bereich markieren und dann eben den Effekt mit Normalisieren nutzen. Das heißt, hier wird quasi auch versucht, alles auf eine Höhe zu kriegen. So, dann verstärkt er quasi alles gleichmäßig. Und dann hat man da eine super Ausgabe, die auch gut klingt. Ja,
Das ist sozusagen der einfachste Fall, um das zu verwenden. Auch hier Pareto-Prinzip im Kopf behalten, 80-20-Regel, steckt nicht zu viel Zeit rein. Und hier ist natürlich Audio super wichtig, weil wir haben nur Audio. Das heißt, versucht auch hier bitte mit einem guten Mikrofon zu arbeiten, die Aufnahme nicht zu verändern, das Mikrofon hoch genug zu halten, damit ihr nicht reinatmet. Also versucht sozusagen das zu vermeiden, was zu vermeiden geht. Und im Zweifelsfall lebt damit. Das heißt, auch da lieber done is better than perfect. Versucht nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Ja, andere kostenfreie Audioaufnahmesoftware, man kann mit OBS auch direkt aufnehmen, das geht auch. Es gibt viele webbasierte Dienste, die das Ganze aufzeichnen. Das ist die spannende Frage, wohin gehen die Daten hinterher im Zweifelsfall? Die Qualität ist da meistens nicht gut einstellbar. Bei Audacity habe ich ganz viele Möglichkeiten, noch verschiedene Codecs zu verwenden. Darüber hinaus gibt es, also ich habe ein bisschen recherchiert, es gibt auch eine riesige Sammlung in der englischen Wikipedia, die Comparison of Free Software. Und da gibt es auch ganz viele andere Software, die man nutzen kann. Ich sag mal so, da man die ersten 10 Treffer bei Google waren bei mir Audacity. Das hat wahrscheinlich aber den Grund, dass es einfach sehr verbreitet ist im deutschen Raum und letztendlich ja, ein bisschen außerhalb der Konkurrenz steht. Kommerzielle Software gibt es natürlich auch in Mengen, die dann eben meistens viele Sachen vereinfacht, simplifiziert, das heißt irgendwelche Störfaktoren rausnimmt auf Knopfdruck oder versucht gleich die Lautstärke gleich zu regeln, verschiedene Mikrofoneingänge hat, die dann eben gleichzeitig aufgenommen werden können. Das ist immer die Frage, was man da haben möchte. In der Regel reicht mir eigentlich aus, meine Audiospur aufzunehmen und das Ganze zu veröffentlichen in irgendeiner Quelle. Ja. Genau, nächster Punkt wäre dann Video, das machen wir gleich. Gibt es dazu Fragen? Ja, ich sortiere hier gerade mal, dass ein paar Sachen sind. Frage 1, warum sind da 2 Tonspuren? Ja, die ist einfach zu beantworten. Ich habe Stereo aufgenommen, das heißt, wir hatten einfach sozusagen einen doppelten Kanal. Genau. Frage 2, kann man mit OBS Studios mit Audacity zusammenbinden? Beziehungsweise ist das überhaupt nötig? Ja, einfaches Beispiel. Ich habe ja vorhin das Video gezeigt, was eben bei mir zu Hause aufgenommen wurde mit OBS. Und ich habe sozusagen selbst eingesprochen. Da ich keine englische Muttersprachler bin, war das jetzt so ein bisschen German-English. Es war jetzt nicht so super. Und deswegen haben wir dann hinterher gesagt, okay, wir nehmen das Ganze mit einem Muttersprachler neu auf. Der hat das Ganze dann bei sich zu Hause aufgenommen, hat sozusagen das Video ablaufen lassen und dann quasi meinen Text selbst nochmal erzählt und das Ganze hinterher in einem Schnittprogramm übereinander gelegt und eingefügt. Das heißt, ja, es ist durchaus sinnvoll, auch ein OBS zu nehmen oder allgemeine Videocaller zu nehmen und dann neu einzusprechen. Wir haben dann sozusagen mit Audacity erstmal die Tonspur erzeugt. Wie wir das Ganze dann zusammenfügen, zeige ich dann gleich noch. Ah, sehr gut. Sehr guter Teaser für gleich. Muss man die Programme bei der Veröffentlichung nennen? In der Regel nein. Also letztendlich kann man das gerne machen, weil es Leute interessiert. Also letztendlich so, wie habe ich das gemacht? Das ist, glaube ich, immer ein gutes Best Practice. Prinzipiell nein. Ihr sagt ja als auch nicht, mit welcher Stiftmarke ihr das Blatt gemalt habt. Also. Mhm. Dann ein Tipp von Anja Lorenz. Ich habe es gerade schon mal in den Chat geschrieben, weil es ein sehr langer Link ist. Sie schreibt eventuell interessant, unsere Tutorials für MOOCs sind alle mit OBS plus Shotcut erstellt. Weil ich das selbst tun konnte und keinen Videoproduzenten brauchte, sagt sie. Link habe ich eben im Chat geschrieben, da kann man sich das auch nochmal angucken. Das ist sozusagen ein lebendiges Beispiel für eine Umsetzung von dem, was Kai jetzt vorstellt. Das war es mit Fragen bis hierher. Erinnerung für alle, die später gekommen sind, beziehungsweise an diejenigen, die jetzt dazugekommen sind, ist keine Erinnerung, sondern ein neuer Hinweis. Ihr könnt Fragen stellen, die Kai dann nach seinem Input beantwortet. Wenn ihr in den Chat schreibt, sehen das heute nur die Moderatoren, also nicht irritieren lassen. Ich sammle das und stelle es dann Kai vor. Jetzt kommt Teil 3 seines Inputs. Genau, erstmal die Bildschirmfreigabe. Genau, Punkt 3, Videobearbeitung. Wir haben jetzt also quasi Videomaterial entweder erstellt oder besorgt. Auch dazu gehe ich gleich nochmal drauf ein, wie wir das Ganze vielleicht zum Beispiel auf YouTube finden. Und wir wollen noch eine Tonspur anfügen oder die Videos zusammenschneiden, Sachen rausschnibbeln oder wir wollen mehrere Videos zusammenfassen. Ich habe mich darum auch ein bisschen bekümmert, warum das Ganze eigentlich so schön ist. Wir wollen, wie gesagt, Audiospuren wechseln, Effekte einbauen. Wir haben YouTube-Videos unter CC-Lizenz gefunden.
und hätten dazu gerne ein Programm. In meinem Fall würde ich hier Shotcut nehmen, das heißt auch hier eine Open-Source-Variante mit ganz vielen quasi darunterliegenden Lizenzen, also GNU, GPL, MIT, es sind ganz viele verschiedene Pakete, die dort genutzt werden, deswegen gibt es sozusagen keine, also ich habe jetzt keine Deckel-Lizenz gefunden, aber so prinzipiell frei lizenziert. Wer sich dem Englischen ein bisschen nähern möchte, es gibt auch ganz viele Tutorial-Videos direkt auf der Herstellerseite. Das heißt, auch da wird quasi erklärt, wie er ein Projekt anlegt, wie er den ganzen Schnitt macht. Das heißt, das gesamte Programm zu erklären, ist, glaube ich, ein bisschen sehr umfangreich. Dafür ist es echt groß. Da könnten wir, glaube ich, eine Woche mitfüllen. Allgemein auch hier, wir haben die Möglichkeit, eine Datei zu öffnen. Nehmen wir mal wieder das Video. Und wichtig ist hier, genau, das Video läuft jetzt mal automatisch ab und einfügen. Ihr wollt das Ganze als Quelle haben, das heißt, ihr müsst erstmal hier unten reinlegen. So, jetzt haben wir quasi hier unten auch die Spur drin und ihr habt sozusagen jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Regler zu gucken, wie viele andere Spuren ihr noch reinlegen könnt. Das heißt, hier könnt ihr noch ganz viele andere Sachen reinlegen. Unter anderem eben auch eine zweite Tonspur und einfach bei dem hier die Tonspur ausmachen. Wenn ihr jetzt eine zweite Tonspur reinlegt, ist sozusagen die Haupttonspur die zweite. Das wäre schon der einfachste erste Ansatz. Wir wollen remixen. Das heißt, wir nehmen uns einfach ein Video, was wir so haben, aber nicht schön finden, weil die Tonspur nicht gut ist oder Englisch ist oder sonst was. Und wir ändern das Ganze einfach. Ja, das Ganze wird dann eben auch als Projekt gespeichert. Ihr könnt das also so lange bearbeiten, wie ihr wollt und habt dann hier so die Möglichkeit, das Ganze als beispielsweise als MP4 in der Regel, aber auch in allen anderen Formaten, also direkt als MXV geht, glaube ich, auch. Also verschiedene Formate. MP4 würde ich jetzt bevorzugen. An den Codex müsst ihr auch nichts umändern. Das heißt, das Programm ist auch, das ist sehr komplex. Man kann viel einstellen, ihr müsst es aber nicht. Und ihr könnt es direkt als Datei exportieren, beispielsweise. Und wie gesagt, immer auch als Projekt noch mitspeichern. Habt ihr die Möglichkeit, auch nachträglich noch was zu verändern. Das ist auch ein sehr schönes Programm. Ich habe es wirklich maximal genutzt, um beispielsweise, naja, da wir meistens für irgendwelche MOOCs produziert haben, die unter irgendwelchen Auflagen standen, vorne und hinten ran irgendwelche Förderlogos einzubauen etc. oder entsprechende Schnipsel einzubringen. Genau. Talking about Videoquellen. Wir haben jetzt ganz viele Möglichkeiten, nicht nur uns einen eigenen Screencast von vorhin zu nehmen, sondern wir können auch YouTube nehmen. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeiten, Creative Commons Lizenzen rauszufiltern. Und diese Videos könnt ihr auch runterladen. Wie ihr das genau macht, steht nicht direkt bei YouTube, aber da gibt es quasi ein paar Dienste im Netz für, wo man das machen kann. Einfach googeln nach YouTube-Video runterladen. Bei den Creative Commons ist es ja sozusagen auch dann das Ziel. Also Creative Commons sagt ja, ich kann es weitergeben unter gleichen Bedingungen in dem Fall. Das heißt, nehmt die ruhig. Ihr könnt genauso gut auch natürlich auch Smartphone-Aufnahmen machen oder halt auch bessere, wenn ihr irgendwelche eigenen Kameras habt und die entsprechend reinschieben und bearbeiten. Wie gesagt, auch da die Tonspuren vielleicht verändern. Ihr nehmt ein Video auf, habt hinterher festgestellt, naja, durch Wind etc. ist die Aufnahme im Audio nicht so gut. Ihr würdet das gerne nochmal in Ruhe einsprechen. Dann setzt euch zu Hause nochmal hin, nehmt mit Audacity eine neue Tonspur auf und legt die über das Video. Ja, Sinn und Zweck also wirklich die Videobearbeitung zerschneiden, zusammenfügen. Wir wollen irgendwelche Effekte reinbringen. Wir können Sachen übersetzen etc. Auch hier bitte daran denken, ihr habt gegebenenfalls Material verwendet, was Lizenzen hatte, dann haltet die Lizenzen auch bitte ein, beachtet die Lizenzangaben am Ende und bleibt bitte so nah am Werk wie möglich. Das heißt, meistens gab es ja eine Absicht dahinter, das heißt, versaut nicht das ganze Video durch den Schnitt oder ihr macht es absichtlich, aber das ist dann euer Ding. Ja. Danke bisher, Herr Kai. Ich mache mal einen letzten Call für Fragen. Schreibt in den Chat, wenn ihr irgendwas habt, auch wenn ihr was ergänzen wollt, wenn ihr wie Anja vorhin noch Links habt, die vielleicht für die anderen Menschen interessant sein könnten, immer her damit. Es sind jetzt während des letzten Inputs keine Fragen gekommen, aber ich habe zwei Sachen, die mir eingefallen sind dazu. Das eine, wenn man später mal die Aufzeichnung sucht, dann kann man natürlich nicht, wie ich eben gesagt habe, mal eben in den Chat auf den Link klicken. Das heißt, kurz noch hier verbalisierter Link, man guckt auf YouTube nach
tutorialsoncampus.de. Ich wiederhole nochmal, tutorialsoncampus, in einem Wort geschrieben, .de, und dann findet man die Playlist, die ich vor ungefähr 7 Minuten genannt habe. Und dann ist mir noch ein Punkt eingefallen. Kai hat ja schon ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das mit dem Ton eine sinnvollere Investition ist, da ein bisschen mehr Aufwand reinzustecken, gegebenenfalls auch nochmal 20 Euro für ein Mikrofon extra auszugeben, als beim Bild. Das gilt natürlich, weil du gerade Smartphone sagtest, da auch nochmal besonders, weil Smartphones zwar inzwischen wahnsinnig gute Bilder machen können, aber das Mikrofon in der Regel immer noch nicht da ist, wo die Person spricht, die aufgenommen wird. Also wenn ich mit einem Smartphone eine Aufnahme mache und es ist 2 Meter von mir weg, dann wird ja der Ton da aufgenommen und nicht da, wo er rauskommt. Also wenn man ein Smartphone hat, lohnt es sich auch sehr, kurz zu googeln, was es da für externe Mikrofone gibt. Und auch da gibt es inzwischen für alle Bereiche eigentlich sehr günstige Lösungen. Es lohnt sich sehr. Ja, und da natürlich dann Klinke und genau, also wir haben auch hier eins mit 8 Meter, glaube ich sogar. Also sprich, man könnte auch wirklich das Kabel etwas verlängern. Das heißt, ihr könnt dann auch eine Aufnahme machen, weit entfernt von der Person, die redet. Auch hier gibt es natürlich, also ich habe letztens mal eins gesehen mit den EarPods. Die sind auch hervorragend dafür geeignet. Die etwas kostengünstige Version, die ich habe, die macht leider nicht so guten Ton. Also auch da versucht bitte dran zu denken, Audiosignale sind wesentlich empfindlicher und ein Bild verzeiht man eher als einen schlechten Ton. Ja, ich habe noch 2 Fragen bekommen. Michael Jeschke fragt, gibt es bestimmte Hardware-Voraussetzungen, um Videos oder Audios zu bearbeiten, zu schneiden, zu remixen? In der Regel nein. Wir haben jetzt so ein bisschen die Erfahrung daraus, dass auch so ein 6 Jahre alter Laptop hier mit im Haushalt ist. Je neuer die Hardware ist, desto einfacher wird es hinterher. Das heißt, ihr habt uns gegebenenfalls selbst bei der Kompilierung hinterher vielleicht ein paar Ruckler mit dabei. Das heißt natürlich, irgendwie mit alten Rechnern geht das Ganze auch. Es dauert nur im Zweifelsfall ein bisschen länger. Aber prinzipiell, wenn es jetzt kein hochgestochenes Video sein muss für den Video Award, reicht das natürlich auf irgendwelchen Geräten. Dann haben wir eine Antwort von Michael Jeschke. Er schreibt, okay, danke. Blanche Fabry schreibt, auch ein gutes Open-Source-Schnittprogramm ist OpenShot. Zu finden unter openshot.org. Es ist noch ein bisschen einfacher in der Bedienung als Shotcut, aber auch nicht ganz so umfangreich. Kannst du dazu nicken? Würde ich das nicken, genau. Also deswegen ist das Problem so, Shotcut hat jetzt viele Möglichkeiten, irgendwas zu bearbeiten. Ich habe ja schon gemeint, also letztendlich könnt ihr auf viele Sachen auch verzichten. Klar, also die Welt ist groß, es wird viele Softwares geben, die das machen. Und dann gibt es noch eine Bitte. Das ist jetzt eine sehr Homeoffice-mäßige Sache. Und zwar die Frage, ob Jöran mal zeigen kann, was für ein Mikrofon er hat, weil er ja kein sichtbares Headset hat. Was stimmt. Es ist eine sehr Homeoffice-nahe Konstruktion, wie mein Mikrofon hier funktioniert. Und zwar habe ich ein USB-Mikrofon und das soll natürlich möglichst nah am Mund sein. Deswegen steht es genau unter dem Bildrand. Und weil es natürlich auch im Homeoffice kein vernünftiges Stativ gibt, Achtung, steht es auf dieser schönen Schüssel. Auch nicht schlecht. Und es geht erstaunlich gut, weil man so zum Schreiben links und rechts vorbeigreift oder sowas. Also man braucht diesen Platz gar nicht. Mhm. Funktioniert. Ja, wir haben ja auch ein Kondensatormikrofon hier und haben auch ganz am Anfang mit irgendwelchen Schwenkarmen gearbeitet, weil wir merkten, sobald du am Tisch schreibst, hörst du das durch die Vibrationen im Mikro. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Mittlerweile haben wir aber die Regel, wir tippen nicht mehr. Das heißt, sobald Aufnahme läuft, ist einfach der Finger weg vom Tisch. Dazu gibt es ja auch irgendwelche Klemmrahmen mit irgendwelchen Schallpuffern etc., also diesen Schaumstoffzeug. Die Frage ist, wie sehr will man sich da reinnörden und wofür ist es hinterher? Also wenn man einen längeren Podcast aufnimmt, wie bei uns im Haus, dann ist das immer eine schwierige Frage. Genauso entsprechend irgendwelche Echo-Impulse etc. Ah ja, du packst halt Hardware aus. Ja, das ist tatsächlich häufig ja gerade in diesen Homeoffice-Zeiten eigentlich gar nicht so einfach, weil es gibt noch dieses schöne Mikrofon, was tatsächlich aber sehr dankbar ist, wenn man direkt reinspricht und ich einfach jetzt im Homeoffice keine vernünftige Stativlösung gefunden habe. Also im Büro gibt es das tatsächlich mit so einem Stativ, was so, ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, so eine Schreibtischlampe, die man so am Rand festmachen kann und dann kann man sich das so hinschwenken. Funktioniert im Homeoffice nicht, deswegen muss ich hier die Salatschüssel nehmen. 2 Anmerkungen.
Das sei jetzt eine runde Sache. Ja, sehr schön, danke für die Rückmeldung. Fun Fact, einige Screencast-Tools simulieren Mausklicks und Tastaturgeräusche. Ja. Was ja durchaus sinnvoll ist. Wenn man sagt, jetzt einen Linksklick, dann will ich einen Klick hören. Ja. Gut, dann beenden wir die Runde für heute, machen noch ganz kurz Werbung, aber davor erstmal ganz großen Dank an Kai für die wunderbaren Einsichten und Antworten und so weiter. Wenn man das jetzt nicht gerade eine Woche später sieht, heute ist der 5. April übrigens, dann kann man bei den Edunauten noch weiter mitmachen. Und das heißt erstens weitere Coaches der OER-Camps sehen für Webinare. Und zwar jeden Abend. Sonntagabend, Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend auch noch. Zu verschiedensten Themen findet man alles über die Adresse edunauten.de/Webinare. Und das Tolle ist, diese Coaches sind nicht nur dann abends für eine Dreiviertelstunde im Video, sondern die sind quasi 24 Stunden ansprechbar auf der Plattform, auf den Edunauten, ich glaube edunauten.de/OERcamps sind alle 5 Coaches, die dabei sind, verlinkt, ihre Spezialbereiche genannt. Und da kann man einfach unten drunter seine Frage schreiben. Man kann die 24 Stunden am Tag schreiben, die Antworten vielleicht nicht dann immer sofort innerhalb von 7 Stunden, aber innerhalb von 12 vielleicht schon. Also nutzt es sehr gerne aus, sie sind genau dafür da. Also Disclaimer, die werden sogar dafür bezahlt, dass sie euch unterstützen können bei den Sachen, die ihr gerade in den Gruppen bei den Edunauten erarbeitet. Das wäre der Ausblick darauf. Jetzt noch kurz die versprochene Erklärung, was sind eigentlich diese OER-Camps? Die OER-Camps gibt es schon seit 2012. Verschiedene Veranstaltungsformate rund um Open Educational Resources und da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt reine Barcamps, es gibt Formate, wo wir eher in Workshops arbeiten, also Inputs wie hier auch dabei haben. Es gibt das Werkstattformat, wo gemeinsam an Materialien gearbeitet wird und die Coaches dann Unterstützung anbieten bei der konkreten Umsetzung. Und im Moment gibt es gar nichts davon in echten Veranstaltungen in Real Life, weil ja gar keine Real Life Veranstaltungen gerade stattfinden. Das heißt, bei den OER Camps überlegen wir uns gerade, was können wir alles gut online machen. Das hier ist jetzt einer der ersten Sachen, die man davon schon sehen kann, dem Besuch bei den Edunauten. Wir freuen uns über alle weiteren Ideen, Einladungen, Anregungen, was wir mit den OER-Camps noch gut online machen können. Unser Zettel ist voll, aber es gibt bestimmt noch viele interessante Ideen da draußen. Man kann eine E-Mail schreiben, kontakt@oercamp.de und dann melden wir uns zu allem, was ihr da schreibt. Soweit. Nochmal danke an Kai, danke auch an diejenigen, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, dass das Ganze hier so reibungslos läuft. Nele Hirsch, die Edunauten sowieso wunderbar managt, Blanche Fabry und Christoph Friedhoff für das Video und alle anderen, die teilgenommen und Fragen gestellt haben. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.